Und weiter geht es hier mit Spiel Nummer 6. Blamieren oder kassieren, es ist roter Anzugzeit, hier ist Elton! Hallo! Hallo, Steven, moin! Moin. Viel Spaß! Hallo, Stefan! Ja, hallo, schönen guten Abend! Heute mal etwas früher. Blamieren oder kassieren, Stefan, was ist los? Alles gut? Ja, ich habe, glaube ich, noch nie so ein Fernsteuerspiel gewonnen. Das ist immer diese mit Booten oder was haben wir alles schon gehabt, mit so kleinen Autos oder mit so Motorbooten. Irgendwie ist das ja nicht meine sehr interessant. Blamieren oder kassieren. Spielen wir jetzt. Ich stelle euch also eine Frage. Wenn ihr meint, diese Frage beantworten zu können, haut ihr auf den Buzzer drauf. 5 Sekunden habt ihr Zeit, eine Antwort zu geben. Ist die Antwort richtig, gibt es einen Punkt. Ist die Antwort falsch oder es kommt gar nichts, bekommt der Gegner einen Punkt. Die Frage ist dann aus dem Spiel. Es gibt also keinen Abstauber. Wer zuerst 7 Punkte hat, hat gewonnen. Und wir machen schnell einen Buzzer-Test. André, fangen wir an. Und Stefan geht auch. Dann wollen wir mal. Brrr. Heute haben die Eisheiligen begonnen. Bis zum 15. Mai haben uns Mermatus, Pankratius, Servatius, Bonifatius und Sophie fest im Griff. Ab dem 16. Mai wird es dann hoffentlich wieder wärmer. Auf welchen Wochentag fällt der 16. Mai dieses Jahr? Donnerstag. Donnerstag ist richtig. Erster Punkt für André. Nächste Frage. Juhu, wir haben die Champions League gewonnen. Egal ob Dortmund oder die Bayern das Rennen machen, Deutschland steht als Sieger schon fest. Mit welchem Ergebnis endete die letzte Begegnung der beiden? 1-1 in Dortmund. 1-1 ist richtig. Zweiter Punkt für André. Nächste Frage. Wie viel gibt es? 7? 7, ja. Morgen ist Muttertag. Allen Müttern schon mal herzlichen Glückwunsch. Zur Feier des Tages folgende Frage. Unter welchem Namen ist die Mutter von Lourdes Maria Ciccione Leon weltbekannt? Madonna. Ja. Madonna, das ist richtig. Erster Punkt für Stefan. Immer noch 2-1 führt André. Nächste Frage. In welcher Sportart wird die deutsche Nationalmannschaft von Pat Cortina trainiert? Ich nehme mal an, so sieht's aus. Weiß keiner. Deswegen schließe ich mal die Frage in 5, 4, also wenn drei, ich das gehört hätte, hätte 2, ich mich daran erinnert. 1. Das sollte man eigentlich gehört haben. Die Frage ist geschlossen. Eishockey. Ah, echt Eishockey? Ja, ist die WM im Moment. Ja. Ach, ist das nicht mehr Xaver Unsinn? Nächste Frage. Am vergangenen Donnerstag wurde der renommierte Karlspreis für Verdienste um die europäische Einigung verliehen. Die diesjährige Preisträgerin ist die Präsidentin Litauens, Dalia Grybauskaitė. In welcher Stadt ist die Verleihung des Karlspreises in Aachen? Genau das haben wir gesucht, die Stadt der Verleihung Aachen. Um Himmels Willen, das sind ja echt Namen, Grybauskaitė. Okay, nächste Frage. Solltest du, André, heute hier gewinnen, würde es sich wohl kaum lohnen, das Geld auf ein Sparbuch anzulegen. Denn der von der Europäischen Zentralbank festgelegte Leitzins hat ein historisches Tief erreicht. Genauer, der Zinssatz für den Hauptrefinanzierungs... Der Hauptzins für die Haupt... Nochmal von vorne, bitte. Der Zinssatz für die Hauptrefinanzierungsgeschäfte
Wie hoch ist der besagte? Ich glaube 0,5%. Einige scheinen es noch angelegt zu haben. 0,5%, das ist der momentane Leitzins. 3-2 führt Stefan. Nächste Frage. Der alte Schotte wirft die Brocken hin. Über 26 Jahre lang. Sir Alex Ferguson. Ist Schotte und war 26 Jahre lang bei Manchester United. Das war aber nicht die Frage. Jetzt sag nicht, du willst das nicht wissen. Das wäre zu einfach. Gesucht ist ein Sir, der Fußballtrainer ist. Wie heißt er? Alex Ferguson ist richtig. Gezockt, Punkt gemacht. 4-2. Nächste Frage. Schlechte Nachrichten für Lauryn Hill. Die US-Sängerin ist wegen Steuerhinterziehung zu 3 Monate Gefängnis verurteilt worden. Uiuiui. Ui, ui. Wie hieß ihre Hip-Hop-Band? The Fugees. Fugees ist richtig. The Fugees. 5-2. Stefan hat ordentlich aufgeholt. Ist aber noch jede Menge Fragen haben wir hier parat. Nächste Frage. Die Telekom hat in den letzten Wochen für mächtig Wirbel gesorgt, mit der Ankündigung, unbegrenzte DSL-Flatrates einzustellen und die Datenrate ihrer Kunden zu drosseln. Wofür steht hierbei die Abkürzung DSL? Muss ich das wirklich sagen? 5, 4, 3, 2, 1. Ich weiß die begrifflich, also ist für eine schnelle Leitung. Das willst du aber nicht wissen, oder? Nein, Frage ist die geschlossen. Die schnelle Leitung. Digital Subscriber Line. Wie bitte nochmal? Digital Subscriber Line, okay. Ja. Gespeichert. Die schnelle Leitung ist aber das Gleiche. DSL, deutsche übersetzt, schnelle Leitung. Anständig, ja. Anständig ins Deutsche übersetzt ist es die schnelle Leitung. Nächste Frage, wieder konzentriert. Penny Pritzker hat einen neuen Job. Sie soll die neue Handelsministerin der USA werden. Und das, obwohl sie so viel Geld hat, dass sie eigentlich nie wieder arbeiten müsste. Zu den Erben welches Hotelimperiums? Hyatt, meine ich gelesen zu haben. Hyatt-Gruppe. Das ist richtig. Wir sehen das Hyatt. 6-2, noch ein Punkt braucht Stefan. Dann hat er blamieren oder kassieren gewonnen. Vielleicht mit dieser Frage. Apropos USA. Wer sprach, einem Lied von Gus Backus zufolge, wild ist der Westen, schwer ist der Beruf? Der alte Häuptling der Indianer. Das ist richtig. So schade. Der einzige Satz, den ich kenne. So sprach der alte Häuptling der Indianer. Wild ist der Westen. Wir lassen ihn singen. Und ich danke dir, Elton. Ja, bis später. Bis später. Tschüss. Meine Damen und Herren, Elton. Ja, der alte Häuptling der Indianer hat eben gerade blamieren oder kassieren gewonnen. Damit bekommt er Punkte und wir schauen uns mal den Gesamtpunktestand an. Stefan geht wieder in Führung mit 11-10. Und